Hallo meine Pokéfreunde, Pokélanden, willkommen zu einer weiteren Folge von mir in Pokémon Blau. Wir sind hier stehen geblieben. Wir haben letzte Folge den Lavagna-Turm durchgemacht. Die Folge war auch lange, deshalb wird diese Folge ein bisschen kürzer. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken, wird auch am Ende der Folge nochmal verlinkt. Nee, wird es nicht, aber ja. Könnt ihr trotzdem nochmal angucken, wird wahrscheinlich irgendwann empfohlen ist oder so angezeigt. Also ja, I don't give a frick. Ja, und wir werden jetzt hier unten in die Route gehen, denn hier können wir ein bisschen angeln, wir werden ein bisschen Pokémon fangen und so. Und, ja, und nein, hier gibt es nichts, kein Wasserteammitglied oder so, wir haben ja schon Totok, also wozu. Route 12, Nord, Lavandia. Okay, hier geht's rein. Oh, hallo! Oberhalb der Treppe ist hinausgekommen. Oh. Oberhalb meine ich. Hallo? Meine Pokémon wurden im Pokémon-Turm zur letzten Ruhe gebeten. Ich gebe dir diese TM. Ich benötige sie nicht mehr. Oh, du kannst nichts tragen. Oh, dann gehe ich aber. Hä? Okay, ja, ich habe Probleme hier mit. Also, komm, wir machen mal Sonderbonbon. Partex. Warum nicht? Warum nicht? Dann gib her. Einfach her. TM 39! Ja, das hilft mir jetzt aber nicht so wirklich weiter, wenn ich ehrlich bin. Lass mal sehen, was das für eine TM ist. Sternschauer! Sternschauer, bräuchten wir das? Nee. Nee, bräuchten wir nicht. Wüsste ich jetzt nicht. Kann man hier noch irgendwas sehen? Schaust durch das Fernrohr. Du siehst den Pokémon-Turm. Nein! Echt? Boah, also, ich weiß ja nicht, wie er darauf kommt, aber okay. Ich glaube, ich habe ein bisschen was verpasst. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückgehen. Gucken, ob da nicht auch noch ein anderer Weg war oder sowas. Weil ich kann mich an dieses Haus da nicht erinnern. Vielleicht ist hier auch einfach nichts. Ja. Lass mal kurz angeln. Falls ich die Angel dabei habe, ich hoffe. Habe ich die Angel dabei? Angel dabei habe ich sie dabei. Ja. Einfach jetzt A drücken. Oh, da wird's angebissen. Und meistens kriegt man einen Carpador. Oder man kriegt nur einen Carpador mit einer normalen Angel. Ich weiß nicht, ob es in diesem Spiel schon andere Angel gibt. Wahrscheinlich schon, aber ja. Wir haben einen Carpador gefischt. Ja, das will natürlich niemand. Also. Ich habe auch keine bessere Angel, glaube ich. Ich bin schlecht. Ich meine, ich habe ja nicht mal Blitz oder so gefunden. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wo Blitz war. Ich habe mal so einen Kommentar gelesen, dass ich ihn irgendwo verpasst habe. Wo man bis da eigentlich sein sollte oder wieso. Keine Ahnung. Vielleicht höre ich das noch nach oder so. Es wird kein 100% Run oder sowas. Auf gar keinen Fall. Ich habe keinen Bock, irgendwie alle Pokémon zu fangen. Nee, vielleicht im Livestream. Nein, vielleicht. Vielleicht. Ich habe nicht ja gesagt. Vielleicht. Leider will kämpfen, ne? Ja, wir müssen. Cool. Mir ist etwas ins Netz gegangen. Jetzt bin ich mal gespannt, welchen Level die alle sind. Müssten ja eigentlich so zwischen 20 und 30 sein. Ne? Ja, ist ein bisschen weniger, aber ja, passt. Ist halt besser für mich, ne? Ich muss Sander wieder irgendwo wegtun. Ich will jemand anderen wieder weiter trainieren. Ich glaube, Satze braucht noch ein bisschen was. Ja, Satze, komm mal her. Down. Tut mir leid, ich habe leider kein Thema irgendwie gefunden oder so. Vielleicht das nächste Mal oder so. Aber ja. Außerdem habe ich so eine Art Let's Play-Liste. Die habe ich einfach richtig lame auf Jimdo gemacht. Das ist so eine. Also, wer das nicht kennt, das ist so ein Website-Macher, der auch mal so eine Werbung war. Und er ist halt schon ziemlich bekannt. Und ja, wie soll ich das sagen? Es ist ein bisschen peinlich, wenn man so mit so einer kostenlosen Seite wacht. Vor allem, weil die Domain ja einfach .jimdo.com oder sowas heißt. Oh, der mich jetzt aber schreckt. Nur mit der Ruhe! Als Angler muss man geduldig sein. Ich glaube, hier kriegen wir sogar eine neue Angel. Sind wir Super oder Ultra oder Hyperangel oder irgendwie sowas? Es gibt drei Angeln. Angel, womit man nur, meistens nur Carpados bekommt. Superangel, womit man so schwache Pokémon bekommt und dann noch so ein Hyperangel oder so. Und man immer dann, ja, schon ziemlich gute Pokémon bekommen. Aber die funktionieren halt nicht immer in dem Ort.
Ein fucking Tantara, ey. Haben wir das schon mal gesehen? Wenn nein, dann, sag ich es mal, der sieht komisch aus. Als hätte der irgendwie. Den könnte man photoshoppen, als lag der irgendwie auf Spaghetti. Spaghetti. Das sieht irgendwie so komisch aus. Das ja, Yummy. Ja, ich laber nicht, Scheiße. Oh, ich muss mal ganz kurz. Das ist ein bisschen peinlich. Ich bin wieder da. Ich habe mir eben was zu essen geholt. Ich habe ganz vergessen, dass ich mir was essen reingetan habe. Und ja. Könnte sein, dass ich jetzt ein bisschen davon esse. Tut mir leid. Ich habe es echt vergessen. Hören wir noch rein. Ja, dann kämpfen wir mal. Es gibt auch, glaube ich, auch irgendwo einen, der hat 6 Carpados. Das wird geil. Der angekündigt gegen das Pokémon-Kind. Hallo, ich bin kein Kind. Ich bin Jugendlicher. Ja gut, mit 10 ist man schon noch ein Kind, ja. Schon wieder vergessen, oder? Ah, schlau. Ja, ich wollte mit Sarzi jetzt trainieren. Wenn ich ehrlich bin. Ja. Naja. So. Das war ja einfach. Das ist doch spitze. Alles klar. Oh. Den gehen wir mal vorbei. Dicht. Ah, den habe ich schon mal gebracht, den wird in einem alten Video von mir. Da bin ich in den Gegner irgendwie vorbeigegangen und da bin ich nochmal reingegangen und habe gesagt, muhaha, hahaha, ich bin lustig, ich bin dir noch nicht ausgewichen. Kennt irgendeiner von euch Pokémon-Memo? Oder dieses Pokémon Multiplayer, also nicht Multiplayer, sondern so eine eigene Welt. Pokémon MMO und dieses andere, wo ich gerade den Namen nicht weiß. Jetzt so ein Unterschied. Das eine ist ja die normale Welt, und dann gibt es noch andere, das ist sogar bekannter heutzutage als Pokémon MMO. Da ist ja so eine eigene Welt gemacht worden. Das ist so gesehen auch wie Pokémon MMO, nur halt mit einer eigenen Welt. Ich glaube auch, aber nicht von den gleichen Machern, glaube ich nicht, nee. Und ja, ich wollte mal wissen, ob das eine von euch kennt oder so. Du schon kennst das welche. Zumindest das eine, das Pokémon MMO wahrscheinlich eher nicht. Kann ich mir nicht wirklich ganz vorstellen, dass es heutzutage noch jemand kennt. Aber ja, ich wollte es mal erwähnt haben, weil das habe ich früher doch schon gerne gespielt, weil das war schon ziemlich cool. Ich meine, das war nichts anderes, es war einfach nur Pokémon, Feuerrot, Blattgrün. Einfach, wie soll ich sagen, für PC, online und, also halt Multiplayer, MMO halt. Und, man konnte seinen Charakter selbst gestalten und das Pokémon ist hinter dir hergelaufen. Das war's. Aber trotzdem war's cool. Muss ich sagen. Ah ja. Die Vergangenheit. Ein Sepa. Oh, Küsschen. Oh, Satsu, kein Level ab, okay. Ja, ich muss jetzt erstmal Satsu. Erste Stelle tun. Ganz kurz eben. Num, num, num. Das ist da. Armtausch, danke. Wir sind auch schon gleich schon da. Wo ich hin wollte. Hier. Relaxo. Na, warte, was ist da hinten links? Schon bald. Da hinten links normalerweise. Und da wollte ich nicht hingehen. Das ist da, wo der Diktatunnel ist. Ne, bei der Route ist es da. Einfach nach rechts gehen. Da bin ich nicht reingegangen, glaube ich. Oder wenn dann nur kurz. Ich dachte mir so, hey, das sind Relaxe. Also ich habe das Relax nicht angeguckt, aber ja. Hier könnten wir so oder so nicht weitergekommen. Aber jetzt können wir hier dann. Denn wenn wir das hier anreden, dann ein schlafendes Pokémon verspielt den Weg. Was wir machen müssen. Wir haben nicht umsonst die Pokéflöte bekommen, sondern brauchen sie hierfür. Yeah. Okay. Mike spielt die Pokéflöte. Und da
da wacht das Relaxo auf. Es ist brummig und greift verschlafen an. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben hier unser nächstes Teammitglied. Unser Chillaxo, Relaxo. Yeah. Ich meine das ja an sich. Ich will den eigentlich wirklich in den Team nehmen. Ja. Das mal irgendwas. Ich habe echt keine Strategie gegen den gemacht. Irgendwie. Es gibt aber noch ein zweites Relaxo. Also, wenn wir den nicht fangen, ist nicht schlimm, weil es gibt noch. Irgendwann ist auf der Map noch eins. Das müsst ihr auch noch wegmachen, glaube ich. Müssen. Das haben wir doch schon gesehen. Nicht? Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall gibt es noch eins. Das weiß ich. Oh, fuck, ich habe keine AP mehr. Ne? Ja, dann wechseln wir mal zu Sander. Keine Ahnung, wo das jetzt kam. Aber ja, ich weiß echt nicht. Ich habe Angst, dass ich jetzt Relax aus Versehen töte. Aber es war richtig cool, wenn wir Relax zu dem Team bekommen. Er ist ja schon Level 30. Das ist ziemlich krass hier. Das ist das stärkste Puzzle bisher, was wir gesehen haben, oder? Nee, ist es nicht. Aber trotzdem, Level 30 ist für uns ziemlich gut. Und Geo scheint ziemlich gut zu sein. Wie viel macht das jetzt? Könnte ich es doch mal machen? Ich weiß es nicht. Ich mach lieber Schlitzer. Ich habe Angst. Kein Volltreffer. Nein! Nein! Ich hätte 10 Cent machen sollen! Er macht immer Volltreffer. Okay, Leute, ich werde nochmal die ganze Folge noch neu spielen und bis gleich. Yay! Auf ein neues! Ich habe jetzt endlich ein Safe State gemacht. Ich mache am besten nochmal einen. ja, da. Gut. Okay, ein wildes Relaxo erscheint. Wir werden es fangen, okay? Wir brauchen das Teammitglied. Das brauchen wir nicht, aber. Ich würde es gerne haben, ja? Schnell am besten. Und Relaxo ist halt so ein richtiger. Er ist halt richtig stark. Und er kann auch vieles tun. Ich persönlich sage immer so, man kann, guck mal, so ein bisschen umgestalten. Guck mal, Relaxo kannst du entweder so ein richtiger Abfucker sein mit Schlafen und Heilen die ganze Zeit oder richtig Draufgänger. Unser Relaxo wird ein Schlafer, so ein richtiger Abfucker. Und ansonsten, wir haben ja eigentlich Turtok für Draufgänger, wenn wir ehrlich sind. Und deshalb, ja, passt es eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mal eben ein paar Gegner besiegt, also ganz Trainer nochmal neu besiegt. Sonst habt ihr nichts verpasst, kann sein, dass ein paar Level oder so anders verteilt sind, das tut aber niemanden. Ich habe ungefähr alles gleich gemacht wie vorher. Ich tausche kurz, ich wollte gerade töten, ich tausche kurz und dann fange ich ihn. Ich habe aber Angst, dass ich jetzt nur, was ich aber Hyperbrille für den brauche, weil das wäre kacke. Oder macht so einen Scheiß. Das meine ich mit Abwacker. Fast tot, ne, halt er nicht. Aber mit Schlafrede kann er sogar im. Während er halt schläft, kann er für eine große Wahrscheinlichkeit sogar kämpfen. Große Wahrscheinlichkeit heißt einfach, er macht irgendeine random Attacke. Und wenn er dann, wenn er schläft, Erholung macht, dann. Das ist ja eigentlich gar nichts, weil der erholt sich ja schon, der schläft ja schon. Und er greift einfach nicht an. Oder es war in den neueren Teilen so, vielleicht ist hier auch. Nee, eher nicht so. Weiß ich nicht genau, aber ja, ja, super, aber ich hoffe, das reicht. Bitte! Komm schon! Das ist doch cool! Ach! Mist! Ja, es nervt! Was wir brauchen? So einen Supertrank für Satsu. Weil Satsu brauchen wir dringend. Für Paralyse und alles. Eigentlich Paralyse, also das, was halt Satsu hat. Ich glaube halt Gift, ne? Unsere Satsu hat ja Gift, glaube ich. Ja, Giftpuder. Oh, ich wollte schon sagen, es hätte nicht dumm, dann würde der selber sterben. Aber ich dachte, Spore, ich kann nicht essen. Ich sollte man zwar nicht in den Let's Play, es kommt schlecht rüber, aber ist mir jetzt egal. No, ist mir jetzt egal.
Der rückt mich hier richtig, Mann. Ey! Ja, mach halt. Ja, komm nicht. Ey, ich will dich nur in meinem Pokéball haben. Ja, nimm halt Skröte. Jetzt Skröte kann ich nichts ausrichten. Und Paralyse? Aber ich weiß, die bleibt dann auch. Wo Erholung? Könnte sein, fuck. Ja. Geil. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn fangen soll. Oh, oh, oh! Lass du ruhig, lass du. Ja! Superball! Come on, Baby! Come on! Er schläft sogar! Ein. Komm bitte, wir brauchen ihn! Was denn? Willst du so Überbälle? Die haben wir noch nicht. Die gibt's ja an dem Zeitpunkt. Ich würde einfach mal behaupten, die gibt's an dem Zeitpunkt noch gar nicht. Der geht einfach sofort raus. Was ein Spaß. Den will ich einmal drin bleiben. Ich mach nochmal einen und dann greif wieder an. Oh, oh, bitte, bitte, bitte. Yes! Yay! Wir haben einen Relaxo gefangen. Yay! Noch einen Spitznamen für den. Wüsste ich jetzt nicht. Relaxo, Tagträumer, was denn auch. Sonst. Ein sehr faules Pokémon, welches nur schläft und frisst. Je größer es wird, desto mehr schläft es. Möchtest du einen Spitznamen geben? Vielleicht? Lass mal gucken, was können wir denn geben? Wie wär's mit, mir fällt gerade echt nichts an. Wenn mir was einfällt, dann gehe ich wieder nach Vanya und dann bin ich ihn um. Aber bisher fällt mir nichts ein und so lasse ich den so. Aber ja, wir haben unser neues Pokémon-Teammitglied hier, was in der Bank ist. Am PC meine ich. Hier unten geht's weiter. Oh. Das kam jetzt unerwartet. Elektrizität ist meine Stärke. Okay. Ach stimmt, die geht auch noch lang. Sollten wir jetzt zuerst lang? Ich muss gleich mal an meine Trainerkarte gucken, ob wir da lang sollen. Weil da steht ja die Ohren und so. Ich erkenne die Trainer. Und dann weiß ich ja, wo die Trainer sind. Patrick, mach mal. Patrick, können wir mal wieder kämpfen. Ich wollte vielleicht Patrick sogar mal umbenennen. Bin mir noch nicht sicher, vielleicht. Ich wusste halt nicht zu was, deshalb habe ich es halt gelassen. Oh ja, 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 Finale da. Ah, noch eins. Noch ein Elektroball! Genau, wollte mal ein Elektroball. Genau, als ob das noch nicht, ob das noch nicht genug wäre. Oh, was da lassen ist. Hat's gerade geleckt? Oh, so kein Finale, ey. Ja, ich bin richtig krass. Lichtschild, ach komm, du mit deinem scheiß Lichtschild, das tut niemanden. Ultraschall, nein. Okay. Ja, Als ob. Komm, kill den doch in. Nein. Ey, das ist so eine richtige Assi-Taktik mit Elektroball und Photoball, die man machen kann. Ja, war klar, dass Panik jetzt stirbt. Das war klar. Habe ich auch trotzdem gewonnen. Weil ich noch mehr Pokémon hatte als er. So, was haben wir hier? Was versteckst du hier von mir? Oh, hier geht's auch weiter. Oh, hier, ach, hier kriegt man die Angel. Das können wir jetzt aber gerade nicht machen. Ich will mal ganz kurz in Trainerkarte gucken. Arenaleiter? Oh! Oh, wir müssen sogar noch. Oh, ich dachte, die werden getauscht. 5 und 6. Gut, dann geht's unten weiter. Müssen wir nach Fuchsania. Ich dachte erst, wir sind froh, dass sie die. Aber nee, nee, nee. So, fährst du dir nochmal zeigen? Oh, hier ist die Route. Und dort hinten. Ja. Werde ich jetzt eben. Pass auf, machen. Die Folge ist auch eigentlich schon zu Ende. Was ich jetzt dann machen wollte, ist Relax rausholen. Ja, die ganzen unnötigen
Hack tun, das mache ich aber dann offscreen irgendwann. Und ja, ich wollte euch ein bisschen mit Relaxo zeigen, so. Ansonsten, für die Leute, die jetzt keinen Bock mehr haben, die können gerne gehen, ich mache jetzt nichts mehr Besonderes hier. Ah ja, und dann sehe ich euch in der nächsten Folge. So, und die noch ranbleiben, die ihren Männer, die können jetzt gerne mal, ihren Frauen tun halt, die können ja jetzt gerne mal, eine Aprikose im Chat, in den Kommentaren schreiben. Weil ich so ein richtiger Spaß bin und sage, hey, wer bis hierhin geguckt hat, dann schreibt das doch mal in die Kommentare. So ein Spaß bin ich, ey. Ohne Scheiß, nein, bin ich nicht. ja, ablegen am besten, die beiden. Nebulak. Nochmal ablegen, weil Kikli mal nicht. Nee, wir haben Kikli bekommen, ja? Ich dachte Nocturne. Okay, nee, nee, dann tut mir leid. Mitnehmen, Relaxo. Yeah. Jetzt haben wir es auch wirklich im Team. Yeah. Warum? Ja, lass mir so. Die Reihenfolge ist mir jetzt gerade egal. Ein bisschen. So, ja. So, das Maus sieht für uns gleich das blaue Wunderleben, denn wir haben unsere Relaxe hier. Oh, wie cute das aussieht. Das sieht so lustig aus, irgendwie. Sieht ein bisschen aus wie so ein Mamfaxu oder so. Mamfaxu ist die Vorentwicklung in den nächsten Spielen. Was kann denn eine Kopflosamnesie? Erholung ist ein bisschen wenig, ne? Kennt ja kaum was. Den müssen wir echt trainieren. Warum ist Relaxo nicht geheilt? Was ist das hier für ein scheiß Glitch? Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Nee. Gut, während ich mich aufregen gehe, könnt ihr gerne das Video liken und mich gerne auch abonnieren und die Glocke anschalten. Links in die Folge draußen ist, könnt ihr draufklicken, da kommt die nächste Folge. Oben könnt ihr meinen Kanal abonnieren, kostenlos. Und rechts ist die Playlist von den Pokémon. Haut rein und bis zum nächsten Mal.